So, Kollegen, da sind wir wieder und wir kommen jetzt zum Finale und das haben sich erspielt. Der Leon, der jetzt auch als Favorit hier reingehen wird. Leon überragend. Also selten jemanden so verdient, ich glaube, es geht wieder los. Ja. Selten jemanden wirklich gesehen, der sich so verdient. Es ist auch mal, dass du in der Gruppe mal ein, zwei, aber Leon wirklich über den ganzen Abend richtig stark. Also das ist auch ein Niveau, was man erstmal spielen muss. Das kann ich wirklich auch selber sagen. Ja. Moin Maurice. Aber auch Marco hat sich durchgekämpft. Auf jeden Fall. Wer im Finale steht, da bin ich mir sicher. Da steht man jetzt nicht aus. Und bei den Leuten, die mitgemacht haben, da ist man nicht aus dem Fall. Also definitiv nicht. Also Jane auf dem Weg ausgeschaltet, jetzt gerade ins Martin-Halbfinale. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Das ist natürlich jetzt zwar das kleine Finale, weil wie sich Smarty jetzt erholt von der Magie. Aber erstmal der Fokus auf das Finale, wo Leon das erste Mal so ein bisschen schleppend reinschaltet. Aber ja, wir sind gerade am Anfang. Aber ich sag's dir, ich hab ihn eben geschrieben. Also da war wirklich, also in Daten 1, 5, 7 mal 3 war wirklich an einer Hand abzuzählen. Aber wer selber mal schon ein paar Finals gespielt hat, das ist wirklich dann auch nochmal was anderes. Das ist nochmal schwieriger, dann, wenn man so kurz den vorm Fokus, Ziel ist. Ja? Und ja, jeder, der zum Turnier geht, will das Ding auch. Ne? Aber wenn du im Finale stehst, dann ist das Ding. Dann willst du es erst recht holen. Das kann dann auch ein bisschen hemmen manchmal. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Aber das war gerade keine 14, glaube ich. Da gab es, glaube ich, ein. Ja, ich weiß nicht, wer checkt da. Da wurde, glaube ich, der Score auch korrigiert. Okay. 140 waren das schon, Marco. Ja. Und dann setzt der Leons Anruf gleich mal unter Druck. Hat jetzt praktisch die Darts übernommen. Wenn Marco jetzt richtig in sein Spiel findet, dann wird es für Leon auch eine richtige Probe. Ich glaube auch viele, die hier im Chat sind, kennen Marco ja noch von den vielen Montagsturnieren. Da war der auch immer ganz heißer Kandidat, um die Dinger nach Hause zu holen. Und Leon korrigiert noch gut im letzten. Das war wichtig. Ah, aber da habe ich vorhin auch schon mit Jan und Markus mich drüber unterhalten. Ich glaube nicht, dass das hier so laufen wird wie beim Montagsturnier bei den Tschechen, wo die immer dieselben zwei, drei linken Leute das holen. Das glaube ich fast nicht. Das ist richtig, aber ich habe jetzt einfach nur gespielt, dass Marco wirklich auch ein Turnierspieler ist, der dann auch wirklich weiß, jetzt muss ich ran. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nach dem Spiel, wo er eben praktisch schon raus war, jetzt ganz befreit aufstehen kann. Weil er hat ja jetzt wirklich auch nichts mehr zu verlieren. Jetzt könnte ich drin sein. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber nee, 27. Oh, Leon mit dem Bull 85. Ja. Nee, kein Bull. Nee, Bull. Single Bull. Single Bull. West, ja. Und Marco geht über die 18, schöner Weg. Aber hat natürlich jetzt die Chance verpasst, die Pops zu stellen. War der zweite drin? Na, ich glaube. Dann 47, ganz gut Druck auf Leon. Jetzt. Oh, der ist weit weg. Und ich glaube, Yannick hat ja im kleinen Finale die 114 gecheckt. Ja. Sackt sich somit auch nochmal 4 Zusatzpunkte ein. Ja. Leon macht eine kleine Pause, der könnte stecken, oder? Nee, ist der, ich glaube, der dürfte drunter sein. Gute Pause eigentlich, weil der erste war sehr wild geworfen. Und jetzt hat Marco die Chance, Leon das erste Mal nicht weh zu tun. 19 für Doppel 14. Nimmt sich der Moment Zeit? Und da hat Leon Glück gehabt, das wäre natürlich gleich mal. Ein Break wäre natürlich gleich erstmal hart gewesen. Aber da ist, glaube ich, der Check. Yep. 1-0. Leon bringt seinen Aufschlag dann doch durch. Ja, das war wichtig. Das war wichtig für ihn. Weil das hätte Marco natürlich gleich auf Auftritt gegeben. Direkt ein Break. Ja, Maurice, die Sounds sind gerade so ein bisschen daneben. Ja, die Sounds machen wir jetzt, ne? Ja. Aber auch ein klasse Spiel im kleinen Finale. Richtig gut von beiden. Ja, beide im 70er-Bereich unterwegs. Ja, und Yannick finde ich auch einer, der hier definitiv noch das eine oder andere Turnier gewinnen wird. Also, auf jeden Fall ein Kandidat für die Treppchen. So ja. Ja. Im großen Finale noch ein bisschen Nervositäten, aber die werden sie auch noch ablegen.
Das ist jetzt ein wichtiges Leck für Marco. Ja, richtig. Ja, sind der hängt. Ja, 89, denke ich. Yep. Aber macht ihr erst einmal Marco die Richtung auch eine Chance gegen den? Auch auf jeden Fall Trainer dabei. 77. Ein sehr schneller Rhythmus jetzt. Eben war das ein bisschen zwischen Smarty und Marco ein bisschen langsamer, aber Marco hat den Tempo von Leon auch ziemlich angepasst. Also, es ist ein flottes Spiel. Da wird nicht lange gefackelt. Und dann müsste noch ein Triple dabei sein. Ja, ein Tunnel. Schön runtergearbeitet, guter Erster da. Ja, Marco clever bei 315 im ersten Spiel. Ich kann sich trotzdem die 79 hinstellen, aber das ist schon mal clever gerechnet. Und das sind halt auch so Erfahrungen, da kann man Marco wenig vormachen. Hier wieder ein Triple, ich glaube sogar ein zweites, 134. Das wäre natürlich wichtig. 100 ist also stark. Das ist ganz stark. Marco bräuchte jetzt hier eine 100, um zumindest die Tür offen zu lassen. Ich glaube, der ist drin. Jetzt ist Single 20, wäre schon. Gut, so, ja, die hat er. Kick mir steht. Das ist richtig. Der erste war anscheinend drin. Yep, 32 Rest. Jetzt überlegen, was du mit der 17 wollte. Und dann ist bestimmt, dass er doch in der 25 links oben steckt. Es ist jetzt wichtig, für Marco sich zumindest wie einen Träger noch zu stellen. Eine 78 wäre schon. Das ist ja, der ist es auch. 92 wäre, Rest. Wichtig, falls Leon das nicht checken kann. Ja, der zweite hängt aber. Wir kriegen das erste Break im Finale. Mit 20 da, als gutes Break. Und ja, Leon scheint seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Janik jetzt mit der Chance im kleinen Finale. Oh, das war anscheinend schon ein Match. Und von Smarty höre ich, dass er sich verrechnet hat. Und dann müsste jetzt Janik wohl drei weitere Matches kriegen. Und ich glaube, die waren es auch. Damit dürfte Janik Dritter sein. Janik hochverdient auch mit der Bronzemedaille. Klasse Turnier gespielt. Auch ein Spieler für die Zukunft, definitiv. Der hat gerade angefangen, beziehungsweise also er hat schon ein bisschen gespielt. Ja, das sieht man auch, aber. Er hat schon ein gutes Niveau, aber in der Zukunft, da kann man einiges erwarten. Und das ist jetzt klasse auch von Jan. Der wirklich eigentlich heute kaum unter 70 war und auch jetzt wieder in der Marke gekratzt. Geroderich, alles guckt top. Cool, dass du da bist. 100, heute die 200er Follower-Marke geknackt. Das ist klasse. Das ist klasse, was Leon wieder spielt. Am Anfang so ein bisschen der Motor noch ein bisschen gestottert, aber jetzt ist er wirklich voll. Das 2-0 gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Ne? Ja. Das macht den Arm ein bisschen locker. Man kann selber, da kommt man von Sicherheit rein. Und man kann es Leon eigentlich auch wirklich nur bei dem Turnier, was er heute gespielt hat, nur wünschen, dass das hier sich jetzt auch belohnt. Ne? Ja. Ja, viel abgegeben hat er heute nicht und ich glaube auch, dass er sich reinleckt. Nee, aber kein Spiel. Also nein. Ja, da, also Gruppenphase hat er noch nicht mal ein Leck verloren. Das ist halt, also mit dem 70er Schnitt über das komplette Turnier, das ist schon, sehr, sehr stark. Und das macht auch Spaß. Das macht auch Spaß, das so zu spielen. Dabei von Marco? Ich glaube, das war ein Steady. Ich habe Steady gesehen. Ja. Oh ja, dann war ich ganz falsch. Aber das ist auch das falsche Triple, glaube ich. 94, schwierig zu sehen. Triple 4 oder Triple 18. Ich glaube, wir haben ja zu auf sehr genau 76 gestellt. Das war eigentlich 94, der versucht zu benutzen. Ja. Ja, ich habe halt nicht gesehen. Das hat er halt wirklich drauf. Das siehst du auch sofort.
64 Punkte, 170 wieder gestellt. Weil aber Leon, der hängt, glaube ich. Boah, ist 76, 2 Darts und tschüss. Ist das stark, wieder 20. 3-0. Also das ist wirklich, das ist richtig stark. Erste Leck müssen sie reinkommen, jetzt zweimal wieder 20 Darts und das ist halt auch das, was er über den Tag gespielt hat. Siebte Runde, das ist schon, da musst du auch wirklich schon Gas geben. Da musst du halt konstant selber siebte oder sechste Runde spielen. Also sprich 18 Darts und da, das kommt dann konstant abzurufen. Das ist hart, ja. Da kommst du langsam auch schon in das Semi-Professionelle rein. 96 wieder ein starker Stadion von Leon. Ja, aber ich glaube, der ist heute auch nicht zu stoppen. Der ist wirklich sehr im Tunnel von Spiel 1. Jetzt hier wieder nur die 23. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, Marco glaubt da glaube ich gerade nicht mehr so wirklich dran. Ja, aber wer kann es ihm verdenken? Nein, alles gut. Der Gegner trifft praktisch alles. Leon auch auf Doppel eiskalt, auch gerade im ersten Leck, wo Marco dann halt eine Chance hatte. Und ich glaube, wenn er das erste Leck holt, als es in Führung geht, ist das für den Selbstvertrauen noch was anderes. Ja. Leon weiß das natürlich, der ist auch abgezockt. Weiß, man darf Marco nicht reinspielen lassen ins Spiel. Und ich befürchte, wenn Marco jetzt nicht noch irgendeinen Torbo zündet, geht das Ding an Leon. Aber auch der letzte Dart muss erstmal rein. So, das haben wir ja gerade gesehen, wie schwierig dieser letzte Dart dann auch tatsächlich sein kann. Das wäre ein Abschluss. Das wäre nochmal ein richtiger Knaller zum Abschluss. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber so ein Tag. Und hier bleiben die Darts auch im Bull stecken, kann ich mal sagen. Und dann wird bei Arminia immer schön die Dinger flutschen gegangen. Knopf hier kaputt, ja? Oh, warte mal. Erstes drin, der zweite. Aber der spielt klasse. Der spielt absolut klasse. Das ist ein Top-Niveau. 84. Das sagt man, der steht 71. Es ist siebte Runde. Du spielst konstant eine siebte Runde und das über den ganzen Abend. 86 passt jetzt hier. Mal gucken, ob Marco noch irgendwo ein bisschen Druck aufbauen kann. Marco wird schwierig. Triple 5. Mindestens 81 Punkte. Und die dürfen es nicht sein. Nee. Bin ich dabei. 50. Geht er? Ich denke, ich glaube, er hat die Zeit. Er versucht dann über die 20. 32 stehen. Und kommt auf jeden Fall nochmal mit 3 Matchstarts in der Hand zurück ans Board. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er es verpasst. Gerade auf der Sektion Doppel 6, Doppel 16, Doppel 8. Da war er wirklich überragend. Ja, aber dann mal eine ordentliche Aufnahme von Marco hier. Das wäre wieder 7. Runde. Das wäre wieder 7. Runde. Wieder 20 Darts. Ja, yep. Und da ist es. Absolute Klasse. Absolute Klasse. Richtig stark gespielt. Das muss man überlegen. 20 in den letzten 3 Sätzen. Kannst du auch Marco nichts vorwerfen? Nein, der muss da wirklich. Vorwerfen kann man sowieso keinem was, wenn er im Finale steht. Dann haben wir ja so viel erstmal nicht falsch gemacht. Da muss er schon wirklich sein A-Game auspacken. Ja, und damit Leon heute tatsächlich mit dem 70er-Average durchs Turnier. Also, da können wir.